Freunde, was geht ab? Drei richtige neue Waffen bekommen wir in Season 4. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das war ja schon ewig nicht mehr so, dass wir mal drei richtige neue Waffen bekommen. Nicht nur bekommen wir ein neues Maschinengewehr in Season 4 und eine neue Maschinenpistole, sondern auch noch ein zusätzliches Sturmgewehr. Das muss man sich mal reinziehen. Wie geil ist das? Keine Seitenwaffe, keine Shotgun, keine Utility-Waffe wie eine Railgun und so. Nein, drei richtige Waffen. Darauf freue ich mich sehr und hier könnt ihr euch ganz gerne mal das Sturmgewehr reinziehen, was wir ebenfalls in Season 4 bekommen werden. Und was auch richtig geil ist, mit Season 4 bekommen wir natürlich auch wieder ein neues Fahrzeug und dieses neue Fahrzeug wird scheinbar eine Art Schützenpanzer sein wie der Puma. Hier könnt ihr euch das Ganze auch nochmal ansehen. Wir wissen also jetzt schon wieder, was wir alles für Season 4 bekommen werden an Content. Ich gehe nicht davon aus, dass wir darüber hinaus noch mehr bekommen werden. Bisher war es immer so, ein neues Fahrzeug, ein paar neue Waffen. Und eine neue Map und natürlich Spezialist. Zum Spezialisten wissen wir auch bereits, dass es eine Aufklärerin werden soll. Und damit wissen wir jetzt auch schon, was alles in Season 4 auf uns zukommen wird. Und jetzt würde ich ganz gerne noch auf ein Thema eingehen, was viele da draußen wahrscheinlich mit sehr skeptischen Blicken betrachten. Aber man muss hier ehrlich sein. Man muss ehrlich sein und ich habe das Gefühl, nach diesem einen Jahr, was wir jetzt mittlerweile schon hinter uns haben, sogar schon mehr, ich glaube es sind ein Jahr und 3 bis 4 Monate, hat sich DICE auf jeden Fall sehr verändert. Zum einen sind sie mittlerweile sehr viel kommunikativer als vorher, wenn man das mal vergleicht, die waren totenstill nach Release. Es gab kaum Informationen, auch keine Entschuldigung, was für eine Scheiße die abgezogen haben, konnten sich selbst irgendwie nicht mal eingestehen, hatte ich das Gefühl, dass sie da absolut das Spiel gegen die Wand gefahren haben. Es gab auch keinen richtigen Weg, es gab kein Ziel, es gab nichts, was sie irgendwie nach außen hin kommuniziert haben, wie die ganze Reise jetzt überhaupt weitergeht, ob das Spiel eingestampft wird, ob da jetzt nochmal ein komplettes Rework kommt und so. Die haben ewig nichts von sich hören lassen. Und mittlerweile ist es so, auf Twitter wird jeden Tag, wenn es nicht gerade ein Wochenende ist, was ich komplett nachvollziehen kann, irgendwas gepostet zu den neuen Patches, zu den Klassen, irgendwelche Tipps, dann irgendwelche Videos. Dann hast du mittlerweile sogar Feedback-Anfragen zu gewissen, ich sag jetzt mal, Dingen wie zum Beispiel, was gefällt euch an den Waffen, was gefällt euch nicht an den Waffen, was möchtet ihr gerne verbessert sehen und wie wollt ihr das verbessert sehen? Mit Fahrzeugen genauso und so weiter. Und ich glaube, weil Markus Leto mit Ridgeline Games, der gerade an einem Singleplayer für Battlefield arbeitet, bei denen zu Besuch war in Stockholm, haben die mit Sicherheit ein Meeting gehabt, wo er auch nochmal ein bisschen mit denen darüber gesprochen hat, worauf kommt es jetzt eigentlich an? Denn wer auf Twitter unterwegs ist, weiß, dass Markus Leto auch jemand ist, der zum Beispiel sehr oft Feedback über Twitter einholt, indem er dann auch diese Fragen stellt. Und dass das jetzt auf einmal plötzlich von DICE offiziellen Kanal kommt, heißt für mich nur, nachdem er dazu Besuch war, dass man da 1:1 zusammenzählen kann und er denen so ein bisschen erzählt hat, wie man das am besten macht. Und es ist auch nicht nur auf Twitter, es ist auch auf anderen Plattformen. Eine Umfrage wurde jetzt auch wieder geschickt an viele Leute da draußen. Schreibt an der Stelle gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Umfrage erhalten habt. Checkt mal eure E-Mail-Boxen, am besten auch in den Spam-Ordner reinschauen. Ich habe natürlich wieder nichts bekommen, obwohl ich im Creator-Network bin. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich kriege immer noch nicht diese Umfrage, obwohl ich mich jetzt schon extra bei denen beworben habe. Nein, doch. Auf jeden Fall hören sie endlich auch mehr aufs Feedback. Endlich gehen sie mehr drauf ein. Ja, sie können nicht alles gleichzeitig. Klassen oder Squad-Management, jetzt haben sie erst die Klassen gemacht, dann haben die die ganzen Map-Reworks und so weiter. Aber ich denke, dass sie insgesamt auch sehr viel schneller reagieren auf zum Beispiel Broken Mechanics. Wenn dann irgendwas komplett overpowered oder underpowered ist oder so, entweder wird es dann für eine Zeit lang deaktiviert oder in einem der nächsten Wochen relativ schnell wieder gefixt. Und das war nicht immer so. Man muss hier ehrlich sein, das war nicht immer so. Wenn ich überlege, wie lange man mit Time-to-Kill-Changes auch rumhantiert hat, bis die dann endlich wieder hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir sehen ein, es läuft nicht, wir machen das wieder rückgängig. Das hat in Battlefield 5 ewig gedauert. Hier haben sie jetzt zum Beispiel gesagt, okay, wir sehen, dass die ADS-Changes absolut nicht eure Zustimmung erhalten haben, die sind absolut schlecht und deswegen werden wir das sogar noch vor Season 4 versuchen, wieder rückgängig zu machen. Und was ist mit DICE los? Das hört sich an, als wäre das ein komplett ausgewechseltes Studio. X-Faktor. Das Unfassbare. Zu Zeiten von Battlefield 5 oder 2042 Release-Zeiten, da hätte sich das niemand vorstellen können, nicht mal im Traum daran denken können. Außerdem gehen sie jetzt hin, endlich, was ich mir sehr gewünscht habe, bin ich froh, dass sie es umsetzen, separieren sie Balance und Content-Patches. Das heißt, die sammeln jetzt nicht erstmal monatelang die ganzen Fixes, die sie mittlerweile geschafft haben, umzusetzen und warten dann auf ein Content-Update, was sie bringen wollen, um das dann in Kombination rauszubringen, sondern sie wollen das separieren und erst schon mal
frequentierter diesen Hotfix rausbringen oder diese Patches, die dann zum Beispiel gewisse Dinge ändern oder auch Balance Changes mit sich bringen. Und der Content Patch kommt dann nochmal zu einem separaten Zeitpunkt, wo dann auch nochmal ein paar kleine Änderungen mit dazukommen. Aber das hätte alles von Anfang an schon kommen sollen und das hätte von Anfang an alles schon da sein müssen und sie hätten von Anfang an auch schon genau so agieren sollen, wie sie es jetzt gerade machen, weil wir hatten das alles schon. Wir hatten das alles schon mit Battlefield 1 und teilweise am Ende dann auch zu Battlefield 5 Zeiten. Und komischerweise kommt ein neues Spiel raus und man hat das Gefühl, DICE hat alles verlernt, was sie normalerweise vorher immer richtig gemacht haben. Bei all der Liebe und bei all dem positiven Feedback, was man jetzt hier geben kann, es gibt ein großes Aber. Und deswegen muss man auch ehrlich sein, es ist schön, dass sie sich geändert haben, es ist schön, dass jetzt alles wieder bergauf geht, aber ich verstehe nicht, warum das jetzt zum dritten Mal schon der Fall ist, dass die alles wieder vergessen haben oder es scheinbar absichtlich machen, man weiß es nicht. Und die nächste Frage, die sich dann wieder stellt, ist, wenn wir irgendwann ein neues Battlefield bekommen, werden wir dann wieder von Anfang an das Problem haben, dass sie wieder nicht kommunizieren und wieder nicht genug Content bringen und wieder nicht auf unser Feedback hören und so weiter. Ich hoffe, dass das nicht wieder der Fall sein wird. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Abgesehen davon glaube ich, dass wenn DICE mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, wo sie dann sagen, sie haben alle Karten aus dem All Out Warfare Modus überarbeitet, auch ausrangiert und Sanduhr, die wir absolut lieben, diese Karte. Wer hat das gesagt? Wer zum Teufel war das? Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Dann könnte es tatsächlich sein, dass wir auch für neue Seasons, sofern dann noch welche kommen, mehr Content erhalten werden. Wahrscheinlich auch schon in Season 5, das bleibt aber abzuwarten, weil sie wahrscheinlich nicht zwei Reworks in einer Season veröffentlichen werden, wie das sonst immer so war, weil Sanduhr schon eine sehr große Karte ist und ausrangiert genauso. Was ich euch auch nicht vorenthalten möchte, ist, dass wir auf dem Discord-Server, auf dem offiziellen vom Creator Network immer wieder diskutieren, welche Änderungen vorgenommen werden sollen und welche nicht, was sind die Vorteile davon, was sind die Nachteile davon, also wir geben auf jeden Fall immer wieder unser Feedback ab, einige mittlerweile auch, ich habe das Gefühl, es werden jetzt auch wieder ein bisschen mehr, nachdem vielleicht öfter mal die Leute sich gedacht haben, okay, da wird eh nicht drauf gehört und deswegen brauchen wir da auch nichts mehr reinschreiben. Es gibt aber so ein paar wenige von uns, die denen immer wieder auf die Nerven gehen und ich glaube, das motiviert die anderen dann auch wieder neue Ideen reinzuschreiben. Aktuell dreht sich zum Beispiel alles um die Bewaffnung von den Transportfahrzeugen, vor allen Dingen dem MAV, dem Condor und Superhind, weil wir da mittlerweile das Gefühl haben, dass die 30, 40 und 50 mm Kanonen einfach gar keinen Sinn mehr machen, weil es am Ende des Tages auch einfach Transportfahrzeuge sind, die jemanden von einem Punkt zum anderen bringen sollen und nicht zu einer Flying Fortress werden sollen, die dann einfach die ganzen Punkte komplett clearen können, damit die Leute einfach nur noch rausspringen und einnehmen können. Das ist zumindest der grobe Fahrplan, den wir momentan haben. Aber es ist natürlich wieder die Frage, setzt DICE das am Ende auch um oder werden sie am Ende trotzdem die Bewaffnung dran lassen? Die Idee war zum Beispiel auch, dass man dann sagt, Condor und Superhind bekommen diese Kanonen weg, haben aber dafür noch ihre Miniguns und dafür dann 4, ich sag jetzt mal, Sitze für die ganz normalen Passagiere. Das ist auf jeden Fall alles noch in Diskussion und wenn es da was Neues gibt, sage ich euch auf jeden Fall gerne Bescheid. Ihr könnt mir aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Dann steht ja auch noch der Community-Server an. 19.30 Uhr, heute Abend geht es auf jeden Fall los. Konsolenspieler von den Next-Gen-Konsolen und PC-Spieler können über Crossplay zusammenspielen. Es wird auf jeden Fall 96 Spieler sein, 48 gegen 48. Und natürlich als Modus Eroberung. Mit guten Karten, wie zum Beispiel auch Orbital und Gestrandet, eventuell auch das Umbruch-Rework, werden wir auf jeden Fall noch schauen. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, dann auch wieder auf den Discord-Server zu kommen. Die Community ist dort auch immer weiter am Wachsen und wir haben da auf jeden Fall auch Sprachkanäle, über die ihr dann miteinander kommunizieren könnt. Und wir haben auch immer einige Leute am Start, die das fleißig machen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Video schauen werdet und sehen uns dann eventuell heute Abend. Bis dahin, Freunde, macht's gut, bis dann und rein und wie immer, ciao, ciao.